Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Mediathek. Logischerweise brauchen DJs eine große Mediathek mit einem Haufen Liedern, denn natürlich wollen sie was präsentieren, was spielen und das auch über eine längere Zeit. Also stellen sich da einige Herausforderungen und die wollen wir gemeinsam meistern. Ja, eine große, aufgeräumte vor allem Mediathek für DJs ist unabdingbar, denn ab einer gewissen Größe, eben einige hundert, eben auch oft mal einige tausend Lieder in der Mediathek, das ist schon eine Herausforderung, egal ob es jetzt analog oder digital ist. Und da muss man auf jeden Fall den Überblick behalten und es ist wichtig, dass man da dran bleibt im Prinzip, nicht jetzt mal ein halbes Jahr oder ein Jahr einfach immer neue Sachen kauft und irgendwann räumt man dann mal auf, sondern dass man sich eine Struktur baut und da regelmäßig dran arbeitet, das immer wieder einpflegt und eben auch Ordnung hält. Denn sonst wird es euch auch nichts bringen, wenn ihr eben viele Musik besitzt, wenn ihr dann nicht zum richtigen Zeitpunkt findet, ihr vielleicht auch gar nicht mehr wisst, was ihr denn alles habt, dann ja, war das einfach mal umsonst. Gerade eben Mobile-DJs und Party-DJs müssen ja extrem viele Genres und vor allem auch dann eben Jahrzehnte auch noch mit abdecken. Und da kommt dann schon einiges zusammen. Eben, das geht gern mal in die mehrere tausend Lieder, die so eine Mediathek groß sein kann. Und deswegen muss man sich da definitiv auch drum kümmern, dass man da den Überblick behält. Aber auch die Club-DJs zum Beispiel brauchen einiges an Musik, auch wenn sie sich vielleicht eher nur auf ein Genre spezialisieren, gibt es dann da ja oft noch Subgenre zum Beispiel. Und natürlich brauchen die ja trotzdem auch ein großes Repertoire an Musik, dass sie auch mal mehrere Stunden am Stück spielen können, nicht immer dieselben Sachen spielen. Und klar, auch da kommt immer wieder neue Musik raus. Man entdeckt neue, alte Musik im Prinzip. Deswegen auch für die gilt das natürlich genauso. Wenn ihr noch recht am Anfang seid, dann könnt ihr euch schon mal merken, dass ihr auf jeden Fall einen Grundstock aus einigen hundert Tracks braucht. Egal im Prinzip, ob das jetzt ihr als Mobile-DJ seid oder ihr als Club-DJ, der vielleicht nur Hip-Hop oder elektronische Musik auflegt. Das braucht ihr einfach, damit ihr mal einen Grundstock habt, mit dem ihr überhaupt arbeiten könnt. Eben Gigs gehen auch gerne mal ein paar Stunden. Da müsst ihr dann ja einiges an Tracks spielen. Und es ist ja auch nicht so, dass immer jeder Track, den ihr habt, zum nächsten passt oder gerade zur Stimmung passt und so weiter. Das heißt, ihr braucht auch einen großen Pool eben, an dem ihr da auswählen könnt. Ihr könnt nicht einfach nur 60 Tracks besitzen, die nacheinander spielen und alle werden euch zujubeln und es passt jederzeit, egal welche Veranstaltung das ist, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Das funktioniert halt so leider nicht. Deswegen eben breites Repertoire für die richtige Auswahl im richtigen Moment. Eure Mediathek sollte aus Tracks bestehen, die euren Stil repräsentieren. Das ist ganz wichtig. Ihr habt euch ja hoffentlich eben einem gewissen Ziel oder Stil verschrieben. Das ist ja im Prinzip auch Teil der ersten Lektion, dass ihr euch da auf was konzentriert. Und deswegen natürlich auch klar muss die Mediathek euren Stil repräsentieren, die Musik, die ihr dort habt. Außerdem, klar, gerade schon angesprochen, muss die Musik sich zu einem sinnvollen Set arrangieren lassen. Das bringt nichts, wenn ihr ja, einige coole Tracks habt, die an sich so ganz geil sind, aber wenn man die eben nicht ja, richtig hintereinander auflegen kann, wenn man daraus kein gutes Set bauen kann, dann ja, ist es lang nicht mehr das wert, was die eigentlichen Einzeltracks sozusagen wären. Außerdem müsst ihr das Publikum gut unterhalten können. Ihr macht es ja in erster Linie nicht für euch, sondern ihr habt diesen Job, weil ihr das Publikum unterhalten sollt. Insofern ihr natürlich an die Öffentlichkeit geht, insofern ihr das alles nur für euch macht, ist natürlich was anderes. Aber auch dann solltet ihr ja eigentlich den Anspruch haben, dass ihr selber da eben ein cooles ja, Set zusammenzimmert, das euch dann selbst gut unterhält und vor allem auch nicht nur Hits. Denn das ist genau dieser Punkt, dass man das Ganze zu einem sinnvollen Set arrangieren kann und es macht keinen Sinn, einfach nur einen Hit nach dem anderen zu spielen. Dazu dann noch im Mixing-Kurs mehr, wenn es um den Setaufbau geht. Aber schaut eben, dass ihr euer Set in eurer Mediathek mit Hits spickt, aber eben auch viele andere Tracks noch mit dabei sind. Einfach gute Tracks, solide Tracks, aus denen ihr dann einfach als Gesamtes ein cooles Set bauen könnt. Enorm wichtig sind da auch eben sogenannte Sure-Shots. Das können sein Klassiker zum Beispiel, Evergreens, also Tracks, die immer ziehen, wo ihr wisst, die kommen definitiv gut an. Außerdem aktuelle Hits eben, klar, gerade schon angesprochen.
und auch vielleicht speziellere Tracks, wo ihr euch sehr sicher sein könnt, dass die ankommen. Denn es gibt auch oft Tracks, die kein klassischer Hit sind, aber in Anführungszeichen sozusagen Hitpotenzial haben. Und das sind dann auch Tracks, die dann gut bei den Leuten ankommen. Deswegen, ihr solltet auf jeden Fall auch in eurer Mediathek ja einiges an diesen Tracks am Start haben, zu eben einem guten, soliden Grundstock an anderen Tracks, sodass ihr wirklich jederzeit für verschiedene Anlässe zu verschiedenen Zeiten eben auch immer wieder ein cooles Set zusammenstellen könnt. Ihr könnt eure Playlisten sortieren, zum Beispiel, das ist natürlich dann eher in Richtung digital, aber genauso könnt ihr diese Sortierung ja auch zum Beispiel in eurem Plattenregal vornehmen, nach alt und neu zum Beispiel. Das ist natürlich eine sehr grobe Kategorisierung, aber ist auf jeden Fall auch mal ein Anhaltspunkt. Ihr könnt das Ganze nach Genre, Subgenre und so weiter sortieren. Ihr könnt außerdem nach Art der Veranstaltung sortieren. Ist es jetzt eine Open-Air-Veranstaltung im Sommer oder eben ein Club-Gig mitten in der Nacht? Das sind ja auf jeden Fall zwei extrem verschiedene Situationen, bei denen ihr wahrscheinlich nicht dieselben Tracks spielen werdet. Stimmung zum Beispiel, ist die Stimmung eher ja, ein bisschen düster und energiegeladen oder ist sie locker fröhlich? Das sind auch auf jeden Fall Kriterien. Dann der Charakter von Tracks, eben ähnlich zur Stimmung, das überschneidet sich ein bisschen. Bei der Stimmung geht es halt immer um die Stimmung der Veranstaltung, beim Charakter eher um den Charakter des Tracks selber. Auch der kann ja unterschiedlich sein. Dann die Playtime zum Beispiel, spiele ich es eben eher am Anfang von meinem Set, zum Beispiel am frühen Abend, ist es eher was für die Peak-Time, also wenn es richtig abgeht, oder vielleicht auch in Richtung Ende, so diese Cool-Down-Phase, dann vielleicht schon in Richtung Morgengrauen, wo dann die Stimmung auch ja nicht mehr ganz so aufgeheizt ist. Außerdem könnt ihr Playlisten machen in Richtung Hits, Must-Plays, Sure-Shots eben, dass ihr die nochmal besonders da rausfiltert im Prinzip. Es können auch andere spezielle Kriterien sein, wo dann eben ja nur einzelne Tracks dann eher rausgepickt werden. Außerdem könnt ihr zum Beispiel mit Bewertungen und Benotungen arbeiten. Oft bietet es eure DJ-Software schon an. Wenn nicht, könnt ihr zum Beispiel auch, wenn ihr eine analoge Mediathek habt, eventuell einen Vermerk auf der Platte, auf dem Cover und so weiter machen. Und es gibt natürlich noch mehr Sachen, das sind jetzt einfach nur einige Beispiele mal. Generell ist einfach wichtig, dass ihr bei eurer Sortierung durchblickt und das alles versteht und das vor allem auch die Tracks wiederfindet. Ihr könnt natürlich auch diese Kriterien kombinieren. Ihr könnt eben mal eine Art der Veranstaltung nehmen und dann zum Beispiel eben noch die Playtime. Also ihr habt dann zum Beispiel einen Open-Air-Gig im Sommer und habt dann Sortierungen, dass manche Tracks eher am Anfang gespielt werden, manche zur Peak-Time und andere eher am Ende. Ja, eine digitale Mediathek hat natürlich einen enormen Mengenvorteil gegenüber der analogen. Nicht nur, dass man generell sehr viel Musik besitzen kann, sehr leicht, sehr günstig und die vor allem auch sehr gut verstauen kann, kommt dann natürlich einfach nur auf eure Größe der Festplatte an. Ihr könnt es sehr schnell auffinden durch Suchfunktionen, ihr könnt schnell vorhören, die Tracks schnell und gut analysieren. Und vor allem eben habt ihr dadurch dann einen Vorteil bei gemischtem Publikum oder auch Publikum, das ihr nicht so gut kennt, da ihr eben so ein extrem großes Repertoire habt, aus dem ihr ganz viel schöpfen könnt und da ist dann, blöd gesagt, eigentlich immer was dabei. Nachteil ist ganz klar die Übersichtlichkeit und vor allem auch die Wertschätzung einzelner Tracks, denn eben bei einer Mediathek an 10.000 Tracks müsst ihr im Prinzip auch wissen, wonach ihr sucht. Natürlich habt ihr die Funktion zu suchen, aber da scrollt ihr dann nicht einfach mal stundenlang noch durch, bis euch mal was Cooles über den Weg läuft. Da müsst ihr schon wirklich Ordnung haben, eben Ordner, Playlisten und so weiter, wo ihr dann die Sachen auch schnell wieder findet. Mit der Wertschätzung ist es so, dass der Konsum wirklich mit digitaler Musik heutzutage sehr kurzweilig ist. Es ist eben nicht so teuer, es ist einfach zu bekommen und dann lädt man sich schnell viel runter. Und nimmt sich vielleicht gar nicht so wirklich Zeit für den Track, wirklich zu überlegen, wo passt er denn gut rein, ihn wirklich gut vorzubereiten mit Cue-Punkten und so weiter, sondern einfach nur immer haben, haben, haben. Und das ist auf jeden Fall schwierig, denn als DJ solltest du dich wirklich gut auch mit der Musik beschäftigen. Ja, ihr könnt dann zur Verwaltung der ganzen Tracks noch Software zur Hilfe nehmen, wie zum Beispiel iTunes, in denen könnt ihr eben sehr leicht Playlisten erstellen,
Außerdem könnt ihr das natürlich genauso auch in eurer DJ-Software. Ihr könnt einfach Ordner ganz klassisch bei euch am PC anlegen und so weiter. Ist egal, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass ihr es macht und nicht einfach irgendwo die Lieder hinzieht. Ein paar sind im Download-Ordner, ein paar sind im Musikordner, ein paar andere fliegen noch sonst wo rum. Da werdet ihr auf jeden Fall dann nicht mehr so schnell eure Tracks finden. Das ist definitiv nicht empfehlenswert. Wichtig ist dabei natürlich dann auch die richtige Bezeichnung der ganzen Tracks, weil eben was nützt euch die Suchfunktion, wenn ihr die Tracks nicht findet, weil ja, sie einfach falsch beschriftet sind. Und deswegen müsst ihr das auf jeden Fall gut vorbereiten. Ihr könnt natürlich auch in den Liedtitel noch Infos reinschreiben, eben sowas wie Peak Time oder Festival irgendwo in Klammern hinten dran. Sowas wird dann bei der Suche natürlich auch berücksichtigt. Wenn ihr Software nutzt, dann könnt ihr die auch sehr gut, wie zum Beispiel eben iTunes, in eure DJ-Software integrieren. Da gibt es meistens eine Schnittstelle und das ist dann echt cool, wenn ihr da alles schon vorbereitet habt und dann da im DJ-Programm sehr schnell darauf zugreifen könnt. Außerdem könnt ihr dann meistens bei diesem Programm noch diese Meta-Informationen von euren Musikdateien bearbeiten, die sogenannten ID3-Tags. Da steht dann eben noch mehr drin, sowas wie Komponist oder die Länge vom Track oder eine Bewertung und so weiter und so fort. Da kann man extrem viel noch hinterlegen. Das sind auch noch coole Sachen, die wir euch hier empfehlen. Und was auch sehr schön ist, ist die Coverart zur schnellen Wiedererkennung. Die, die mit Platten auflegen, die haben es in Anführungszeichen einfach, weil die haben ja die große Platte mit dem Cover dann vor sich, können da schnell durchgehen. Da hat man das eben schnell wieder als Wiedererkennungsmerkmal. Bei einer digitalen Mediathek ist es oft nicht so, weil man einfach nur eine recht triste, lange Liste hat. Und je nachdem eben könnt ihr das auch einstellen, dass das auch noch angezeigt wird. Denn ja, viele haben ja ein optisches Gedächtnis und das hilft dann auf jeden Fall. Wenn ihr mit CDs arbeitet, dann schaut, dass ihr eine Tracklist erstellt. Ihr könnt die zum Beispiel ins Fach in der Mappe legen oder ihr schreibt es selbst auf die CD, dass ihr da eben auch das schnell wiederfindet. Eventuell braucht ihr es vielleicht nicht, weil ihr einen CD-Player mit einem coolen Display habt, der das dann euch alles anzeigt. Eventuell aber auch nicht. Und deswegen empfiehlt sich das auf jeden Fall. Wenn ihr mit einer Software arbeitet, also einer DJ-Software, dann bieten einige davon die Möglichkeit an, dass ihr mit sogenannten Smart Crates arbeitet. Die ordnen eure Musik nach vorher festgelegten Kriterien und vor allem aktualisiert die auch immer wieder, wenn ihr das möchtet. Das heißt, ihr könnt diese Smart Crate sagen, sortiert mir bitte alle Tracks aus dem Genre Hip-Hop raus mit der Geschwindigkeit 120 bis 130 BPM und dann wird die ganze Mediathek gescannt sozusagen und nur die Tracks euch ausgespuckt. Das Coole ist außerdem, dass wenn ihr eben neue Tracks in euer DJ-Programm reinzieht, dass dann diese Smart Crates eben auch immer wieder up-to-date bleiben. Das heißt, wenn diese Regeln einmal festgelegt wurden und ihr zieht neue Tracks rein und manche dieser Lieder erfüllen diese Kriterien, wandern die dann auch wieder da rein. Das heißt, ihr habt das ganze System automatisiert, das ist sehr effizient und auf jeden Fall sehr cool. Dazu dann aber auf jeden Fall noch im Softwarekurs mehr. Ja, die analoge Mediathek ist dann natürlich eine Plattensammlung, vielleicht auch Tapes, aber das ist heutzutage sehr unwahrscheinlich. Deswegen gehen wir mal von Platten aus. Die kann natürlich auch wie die digitale Mediathek sehr groß und sehr klein sein. Wenn sie sehr groß ist, brauchst du natürlich auch viel Stauraum, ist ganz klar. Kennt man ja vielleicht schon bei einigen DJs gesehen, dass da wirklich ganze Wände voll mit Plattenregalen sind. Und natürlich könnt ihr auch nur eine gewisse Menge, eine geringe Menge mit zu eurem Gig nehmen. Denn ihr wollt ja nicht irgendwie mit einem Gabelstapler voll Platten irgendwo im Club auftauchen, sondern ihr werdet dann 1, 2, 3, 4 vielleicht Trolleys voll machen mit Platten und das war's. Das heißt eben, ihr müsst vor jeder Veranstaltung euren Plattenkoffer zusammenstellen, genau auf diese Veranstaltung zugeschnitten. Und am besten macht ihr dann eben ja auch noch einen Probemix mit diesen ganzen Platten, denn wenn ihr die mal dabei habt und dann vor Ort merkt, oh, das passt ja alles nicht so gut, dann ist der Zug abgefahren. Am besten sortiert ihr dann auch gleich noch die Platten in den Plattencases, in den Plattenkoffern, schon mal irgendwie in einer gewissen Reihenfolge, zum Beispiel wie ihr es abspielen möchtet oder eben auch wieder
bisschen an den Playlist-Sortierungsmöglichkeiten orientiert, dass ihr da eben schnell wiederfindet, was ihr sucht, dass ihr da einen guten Überblick habt, denn während der Veranstaltung ist es oft hektisch, es ist dunkel und wenn ihr da einfach immer wild dann in den Platten rumsucht, tut euch definitiv keinen Gefallen. Ihr könnt dann in den Regalen zu Hause noch eben auch wieder eine Sortierung vornehmen, ähnlich auch wieder eben an den Playlisten orientiert, an diesen Vorschlägen, die wir vorhin gemacht haben. Denn klar, es gibt keine Suchfunktion und natürlich könnt ihr auch nicht einfach schnell vorhören. Das heißt, wenn ihr mal vor einem riesigen Plattenregal steht, dann müsst ihr schon mal ungefähr wissen, was ihr sucht und wo ihr es findet. Sonst ist das ein Fass ohne Boden, bis ihr da eben alle Platten rausgezogen habt, bis ihr mal die eine richtige findet. Das ist auf jeden Fall kein Spaß. Da könnt ihr euch eben ähnlich wie bei den digitalen Varianten an gewissen Kriterien orientieren, nach der Playtime, nach gewissen Genres. Könnt ihr dann die Fächer einsortieren, das eine ist eher oben, das andere ist eher unten und so weiter. Das Regal muss dann auch sehr stabil sein, denn so Platten wiegen dann auch schon einiges, wenn sie mal zusammenkommen und einige hundert in so einem Regal stehen. Ansonsten habt ihr eben Verformungen oder es kracht im schlechtesten Fall auch noch zusammen. Deswegen schaut auf jeden Fall auch, dass die sicher stehen und gut aufbewahrt sind. Schaut auch, dass die Öffnung der Hülle in Richtung Wand ist und vor allem nicht nach vorne oder nach unten, sonst fliegt die Vinyl eventuell raus. Oder wenn ihr es rauszieht, fliegt sie nach unten. Das ist natürlich ganz klar. Das solltet ihr definitiv vermeiden. Und ihr könnt noch diesen Trick machen, dass die Öffnung der Hülle nach hinten oder oben ist. Die erste Hülle sozusagen, das große Pappcover. Und dann ist ja meistens innen drin noch ein kleineres Papiercover oder Plastik auch, dass sie das nochmal um 90 Grad versetzt in diese Hülle reintut. Das heißt eben, dass nicht beide Öffnungen von beiden Hüllen in die gleiche Richtung zeigen und die Vinyl einzeln sozusagen einfach rausrollen kann. Ja, wenn ihr dann beim Gig seid, dann könnt ihr euch einen kleinen Trick zur Hilfe nehmen. Und zwar, wenn ihr die nächste Platte zum Beispiel spielen möchtet und schon wisst, welche das ist, dann könnt ihr die aus eurem Case rausholen und 45 Grad gedreht im Prinzip dann nach oben reinstecken. Das heißt, da guckt dann im Prinzip die Spitze so raus. Da ist dann natürlich schnell erkennbar, dass das jetzt der nächste Track dann sein wird. Oder ihr möchtet euch vielleicht für später vormerken schon mal, dass ihr diesen Track spielen möchtet. Dann ist er vielleicht nicht ganz vorne, sondern irgendwie eben markiert. Und vor allem steht er schon mal präsent da und ist auch schnell greifbar. Was ihr auf jeden Fall nicht machen solltet, ist, dass ihr die Platte einfach rausholt, die Hülle irgendwo hinlegt und dann die Platte mal irgendwo auf dem Setup ablegt, irgendwo hinten am Kabelhaufen oder irgendwo an der Seite oder sonst wo nebendran angelehnt. Denn die wird ruckzuck dreckig, die geht kaputt. Wenn sie auch mal kaputt ist, dann ist es kaputt. Das ist ja nicht wie ein MP3 einfach unendlich vervielfältigbar. Und dann ist auch die Frage, ob ihr da wieder rankommt so schnell. Euch kann auch die Vinyl geklaut werden. Das soll auch schon mal vorgekommen sein. Denn auch wenn man ja vielleicht eher an das Gute im Menschen glaubt, sind die DJ-Kollegen oft nicht ganz so korrekt, wie man es vielleicht hofft. Und wenn ihr da ein paar Schätze dabei habt, dann werfen natürlich auch der eine oder andere nochmal ein Auge darauf. Deswegen, wenn ihr mit den Platten arbeitet, markiert sie euch am besten, das ist der Track, den ich am nächsten spielen möchte, holt den raus und legt direkt auf den Plattenteller und dann ist alles safe. Kommen wir noch zu Streaming natürlich, eher eine moderne, neuere Erscheinung, aber ist auf jeden Fall auch wichtig, denn es gibt einige DJ-Programme, die auch die Integration von Streaming erlauben. Ihr habt natürlich hier die größtmögliche Auswahl, die man sich vorstellen kann, noch viel größer als Mediatheken von manchem alteingesessenen Mobile-DJ mit mehreren 10.000 Tracks. Da kann er auch nicht mehr mithalten. Und das ist natürlich dann die ultimative Waffe sozusagen für ein gemischtes Publikum oder natürlich auch unbekanntes Publikum. Man kann hier direkt alle Musikwünsche, Wünsche des Publikums erfüllen und gerade auch wenn man Anfänger ist, hat man ja direkt Zugriff auf eine unfassbar riesige Mediathek. Man muss sich da nicht viel kaufen, muss nicht lang eben suchen, dass sich alles zusammenstellen. Man braucht einfach nur einen Account und direkt, bam, ist alles da. Ihr
habe dann eben vielleicht noch das Problem, was wir auch schon bei der digitalen Mediathek angesprochen haben, dass hier die Übersichtlichkeit und die Wertschätzung einzelner Tracks halt dann ein bisschen verloren geht. Das hängt natürlich auch immer von euch ab. Und ihr müsst vor allem auch die Tracks gut vorbereiten und im Prinzip optimieren, dass ihr die Tracks auch gut nutzen könnt. Da empfiehlt sich eben, dass ihr die Tracks halt runterladet. Das gibt es ja von einigen Streaming-Plattformen, das Angebot, dass man das eben gut macht und nicht vernachlässigt, weil man einfach schnell mal irgendwas sucht und es immer reinzieht, sondern dass man sich trotzdem auch gut vorbereitet. Ein Problem kann sein, dass sich das Angebot einfach mal ändert, weil wenn irgendein Label die Zusammenarbeit kündigt oder irgendein Künstler und sagt, ich habe keinen Bock mehr auf euch, auf diese bestimmte Streaming-Plattform, dann verschwindet die Musik und zack, könnt ihr natürlich nicht mehr darauf zugreifen. Wenn ihr Musik einfach mal gekauft habt, dann besitzt ihr sie und könnt sie höchstens noch selbst wieder verlieren. Schwierig kann außerdem sein, dass die Auswahl bei Underground-Musik, gewissen Re-Edits, Remixen und so weiter noch sehr eingeschränkt ist. Das ist natürlich nicht das Steckenpferd von solchen Streaming-Diensten und deswegen ja, ist die Auswahl in der Richtung auf jeden Fall beschränkt. Das ist eher halt diese klassische Mainstream-Musik. Man findet schon mehr Musik, als man vielleicht eigentlich erstmal vermutet, vor allem wenn man in gewissen Nischengenre unterwegs ist. Aber eben, wofür ja auch DJ-Pools zum Beispiel stehen, dass man extrem viele Remixe, Re-Edits und ähnliche Dinge bekommt, das ist hier auf jeden Fall schwierig. Da dieser Zugriff in erster Linie ja online ablaufen wird, auch wenn natürlich einige die Offline-Speicherung anbieten, kann es Probleme geben, dass ihr vielleicht an eurem DJ-Pult überhaupt kein Internet habt. Sei es, weil das mobile Netz da nicht hinkommt oder weil es einfach auch keinen Internetanschluss dort gibt, weil es ja auch noch nicht so üblich ist. Deswegen, ja, auf jeden Fall problematisch. Und was natürlich auch sein kann, ist, dass ihr natürlich eure Mediathek komplett verliert, wenn ihr euer Abo beendet oder zum Beispiel auch einfach den Streamingdienst wechselt, weil ihr könnt das nicht einfach mitnehmen und ihr habt ja extrem viel Arbeit, Zeit und Mühe da reingesteckt und ja, wenn das dann auf einmal weg ist, dann möchte ich auf jeden Fall nicht an eurer Stelle sein. Insofern müsst ihr das auf jeden Fall ja beachten. Die Abos dieser Streamingdienste sind natürlich unschlagbar günstig. Teilweise bekommt man eben diesen Zugang für den Preis eines normalen Albums, das man sich normalerweise kaufen würde. Deswegen ja, auf jeden Fall ein fairer Deal sozusagen für das, auf was man zugreifen kann. Aber natürlich, wenn das Abo weg ist, dann ist auch sonst alles weg. Ihr könnt auf eure Mediathek unabhängig von Ort, Zeit, Gerät und so weiter zugreifen. Das ist auf jeden Fall ein extrem cooles Feature, denn zum Beispiel habt ihr mal irgendwo einen sehr spontanen Einsatz. Ihr seid vielleicht schon im Club, weil ihr einen befreundeten DJ-Kollegen besucht, mit dem ihr den Abend verbringen wollt und er natürlich jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber er stolpert, bricht sich auf einmal das Bein und dann ist die Frage, okay, wer bringt den Gig zu Ende? Okay, alles klar. Da ist ein Laptop mit einem DJ-Programm, das Streaming unterstützt. Ihr könnt easy hingehen, loggt euch ein und zack, habt ihr direkt alles parat. Das heißt, ihr braucht nicht mal mehr einen eigenen Laptop, einen eigenen USB-Stick, ihr braucht nur den Zugang zu eurem Account und das läuft. Ja, eben, ihr könnt Musikwünsche sehr leicht realisieren und das ist halt eine extrem große Flexibilität, die ihr sonst wirklich nirgendwo habt. Der Schwerpunkt ist natürlich aktuell eher noch auf Mobile Devices, eben gerade viele DJ-Apps für Handys und Tablets unterstützen das und die Kompatibilität bei Cluster-DJ-Software lässt noch zu wünschen übrig. Es gibt ein, zwei Anbieter, aber ja, das Problem ist vor allem, dass es aus rechtlicher Lage aktuell nicht erlaubt ist, öffentlich mit Streaming aufzulegen. Da ja, gibt es auf jeden Fall noch ja, Verbesserungspotenzial sozusagen. Das heißt, ihr könnt es aktuell eigentlich nur in euren eigenen vier Wänden oder auf Privatveranstaltungen nutzen. Streaming bietet also extrem viel Potenzial. Es wird mit Sicherheit noch ausgebaut werden und auch für DJs attraktiver werden. Deswegen, es muss in Zukunft noch weiter ausgeschöpft werden. Aber behaltet es auf jeden Fall schon mal im Auge und im Hinterkopf. Das ist definitiv eine ja, sehr coole Möglichkeit, an eine riesige Mediathek zu kommen und ja, eben birgt viel Potenzial, da was Cooles zu realisieren. Ja, wie man eine digitale Playlist erstellt, das werdet ihr auch im Softwarekurs noch lernen. Wie ihr eure Platten ins Regal stellt, müssen wir euch hoffentlich nicht beibringen. Und auch bei Streaming gibt es nicht groß was zu zeigen.
Aber was wir euch noch kurz zeigen möchten, ist eben diese Sache, wie ihr die Platten am besten ins Regal stellt. Denn ihr habt eben jetzt hier mal die Control Vinyl von Serato. Ist ja egal, was es für eine Platte ist. Habt hier das große Pappcover. Darin ist natürlich die Platte. Und ihr werdet die Platte so ins Regal stellen, dass die Öffnung eben in Richtung Wand ist oder auch nach oben. Und dann vor allem eben um 90 Grad gedreht die Innenlasche hier, damit eben es nicht so ist und die Platte einfach rausfallen kann, sondern eben, dass das Ganze gedreht ist und hier das auch dann wirklich zu ist. So könnt ihr eure Platten wirklich sehr gut verstauen und dann seid ihr da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wir hoffen, du konntest aus dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen hast, dann schreib uns einfach eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.